Guten Morgen, Leute, Champions, und willkommen zurück zu Forza Horizon 4 zu einer neuen Folge des Zufallsaufbaus. Das Format, wo ich mir ein Fahrzeug sowie den dazugehörigen Aufbau auslosen werde. Und das hat in der Vergangenheit zu sehr interessanten, teilweise fragwürdigen Aufbauten geführt. Aber gut, nichtsdestotrotz waren die Aufbauten bisher immer eigentlich sehr, sehr spaßig. Und ja, ich würde sagen, ich lose auch direkt das Fahrzeug aus. Nummer 1, 2 und 3, die 461. Die 461, das ist... Nee, ich war gerade falsch kurzzeitig. Ach du Kacke. Oh Gott, okay, ja, jetzt lose ich mir noch den Aufbau aus. Ich sage euch gleich, was ich fahren werde. 1, 2, 3. Oh Gott im Himmel. Ja, doch, das... mir wurde ein Fahrzeug ausgelost, ja? Yep. Das wird super. Ja, gut. Und ich kann ja auch direkt sagen, was mir für ein Aufbau ausgelost wurde. Erstmal nehme ich das Design, ist mir scheißegal, ob das bescheuert aussieht oder nicht. Und zwar darf ich diesen Wagen ins Gelände schmeißen. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt auch nur ansatzweise funktionieren wird. Denn ich habe mich mit den Tuning-Möglichkeiten dieses Fahrzeugs nicht auseinandergesetzt. Zu keinem Zeitpunkt jemals. Ja, das wird auf jeden Fall sehr super. So. Das bedeutet, wir werden einfach mal schauen. Okay, wir können zumindest Allrad einbauen. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Ich glaube, ein Motorwechsel ist fast eine bescheuerte Idee. Gut, das Bild passt halt natürlich nicht, was da links unten rechts, also links im Bild unten rechts ist. Links unten rechts, ja super. Um Allrad komme ich nicht rum. Mit Einradantrieb wird das, glaube ich, relativ schwierig potenziell. So, ich denke mal, das ist ja süß. Ich glaube, in Horizon 3 war das Ding tatsächlich noch breiter. Aber gut, ja, das lassen wir alles mal sein. Okay, wir können Geländereifen einbauen. Das ist ja soweit so positiv und wir bleiben aber bei den Fahrradreifen. Oh Gott. Das wird super. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben was Besseres gemacht. So. Der Wagen wiegt relativ wenig. Ich glaube, ich brauche gar nicht mal die Rennbremsen. Sportbremsen könnten reichen. Das ist nicht euer Ernst. Gut, kein Offroad-Fahrwerk für mich. Und nicht mal ein Rennfahrwerk, was ich einstellen könnte, theoretisch. Super. Frontstabilis, das heißt auch die Heckstabilis kann ich nicht einstellen. Ey, das wird glorreich schief gehen. Ich sehe es jetzt schon. Aber genau deswegen mögt ihr dieses Format doch. Und ich auch. So. Also ab heute bin ich dann wirklich offiziell bitte der Mann, der alles, und zwar ausnahmslos alles ins Gelände schmeißt. Ich hatte... natürlich schon Supersportwagen. Ich hatte LKWs, ich habe jetzt ein Dreirad, also langsam habe ich echt alles durch. Ich würde sagen, wir gehen mal auf 150 kW, das wird der Wagen aushalten. Hoffe ich. Ich bin mir natürlich nicht hundertprozentig sicher, aber ja, wir schauen mal. Ich bin ein guter Dinge einfach mal, der Wagen ist relativ leicht. Ich kann halt leider wenig einstellen. Also gerade das Fahrwerk ärgert mich so ein bisschen, dass wir da nicht mal ein Rennfahrwerk haben. Bitte wie schnell? Sekunden. Ja. Das wird ein Ritt auf der Kanonenkugel heute. Wir haben Geländereifen. Immerhin. Ich hatte ehrlicherweise nicht mal damit gerechnet, dass wir Allrad einbauen können. Das ist ja soweit so positiv. Über 2 Sekunden, Dankeschön. Damit fühle ich mich auf jeden Fall ein gutes Stück sicherer. Ich kann halt fast gar nichts einstellen. Boah. Okay, ich muss sehr, sehr viel dann heute über die Verteilung machen. Ich gehe mal auf 68 aufs Heck. Auch wenn das vielleicht rückwirkend betrachtet nicht die klügste Idee ist. Aber wir versuchen es einfach mal. Das wird super.
Das wird auf jeden Fall perfekt funktionieren. So, wir nehmen den Kurs mal. Der ist ja eigentlich relativ eng. Ach du Scheiße. Okay, es beschleunigt gut nach vorne. 400 Metern links abbiegen. Ich meine, wir haben immerhin den Vorteil, dass der Wagen in der Serienmission relativ weich eingestellt ist. Das ist schon mal ein klein wenig positiv. Es ist halt echt einfach nur eine Badewanne mit Reifen. Also, sorry. Badewanne, Auspuff und Reifen. Mehr ist das hier doch nicht. Ja, doch, Motor, stimmt, hast recht. Ich finde es echt cool, dass er sich so neigt, weil das macht er ja auch in echt. Der Wagen hatte ja auch bei Top Gear seinen Auftritt, soweit ich weiß. Ja, mehr als 230 brauchst du nicht fahren. Boah, der schafft das. Jawohl. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Es kann 200 Metern theoretisch rechts abbiegen. tatsächlich funktionieren. Theoretisch. Ob Du das hast dein praktisch Ziel gesehen erreicht. tun wird, sei mal jetzt dahingestellt. Kaltcars, ja, cool ist der Wagen auf jeden Fall. Ich glaube auch 2000. Wird der nicht schon ewig lang gebaut, der Wagen, der Three-Wheeler? Ich weiß es gerade gar nicht, aber visuell ist das halt nicht 2014. Und ich glaube auch im Hinterkopf irgendwie zu haben, dass dieser Wagen schon ewig lange gebaut wird. Aber gut, Morgan ist ja generell so eine Marke, die prinzipiell eine sehr klassische Optik hat, aber mit moderner Technik. Und das ist ja auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Wenn ein AMC Gremlin dreimal so breite Reifen hat wie du, dann weißt du auf jeden Fall, hier stimmt was nicht. So, gegen die V8 Power auf der Geraden. Oh Gott. Ich meine, noch sind wir auf der Straße, noch hat der Spaß nicht begonnen. Jetzt geht los. Aua, Klonk. Der Wagen liegt halt einen Takt zu tief. Ja, er neigt sich halt dann doch ein bisschen zu krass. Der hebt halt, dadurch, dass er so tief liegt und dabei doch noch relativ hart ist, aber ja, eben nicht hart genug für einen Straßeneinsatz, hebt der, wenn du krass einlenkst, auf der einen Seite sehr, sehr schnell ab. Und dadurch hast du halt nicht die Traktion, die du brauchst auf der Vorderachse, um in die Kurve zu kommen. Dem fehlt halt vorne Gewicht. Das ist das Problem. Ich glaube, wenn der vorne ein bisschen mehr wiegen würde. Ich kann aber. Nee, genau das macht er dann eben nicht Sinn. Oh, schwierig. Ein Überrollkäfig würde ja auch wieder mehr Gewicht hinten reinbringen. Der Wagen schrappt halt über den Boden beim Einlenken. Also beim starken Einlenken, beim Racing-Einsatz. Selbstverständlich hat er gezählt. Da gibt es doch gar keine Zweifel, denke ich, oder? Also, bitte euch. Da ist irgendwie, ich glaube, eine Schraube vor meinem Wagen weggeflogen und die hat dann den Checkpoint mitgenommen. Ich glaube, so ungefähr ist das abgelaufen. Oh Gott. Aber es ist tatsächlich nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Also ich habe komplettes Chaos irgendwie erwartet. Aber ich glaube, ich muss einfach nur ein bisschen früher anbremsen, früher einlenken dementsprechend. Und dann kann ich die Kurven auch halbwegs normal nehmen. So normal, wie das mit einem Dreirad halt möglich ist.
Aber ja, so funktioniert es einigermaßen immerhin. Ich war halt zwischendurch echt ein Motorrad quasi. Ich war noch nie so viel auf zwei Reifen unterwegs. Aber ja, dann war die Entscheidung prinzipiell auch gar nicht so unfassbar schlecht, mehr Power an die Hinterachse zu geben. Weil wenn vorne ein Reifen nicht die Traktion hat oder nicht den Bodenkontakt hat, den er braucht, oder den ich brauche besser gesagt, dann hilft mir das natürlich prinzipiell halbwegs wenig, wenn ich mehr Kraft an die Vorderachse gebe. Ich bräuchte halt mehr Gewicht vorne. Das habe ich ja schon gesagt, das ist so das Hauptproblem. Ich meine, dürfte von der Gewichtsverteilung her schon relativ viel vorne haben. Aber nicht genug. Warte, ich kann das ja mal ganz kurz überprüfen. Ja, 63 vorne. Aber kein Scheiß, der bräuchte noch mehr. Der bräuchte locker so 70, 75. Damit halt vorne einfach mehr runtertritt. Gut, man könnte es über die Aero theoretisch versuchen, aber da, nee. Mache ich nicht. Das wäre grober Unfug. So. Ich würde sagen, wir fahren das Rennen da vorne. Vorher kann ich ja tatsächlich noch mal ein bisschen versuchen, was einzustellen. Das wird grauenhaft. Ich kann nichts. Ich kann nichts einstellen. Es ist halt. Ich gebe noch mal ein bisschen mehr Power in die Hinterachse. Probieren wir es mal darüber. Versuchen wir es einfach darüber ein bisschen zu lösen, dass die Hinterachse mehr arbeitet. Hinterachse, ne? Das Hinterrad mehr arbeitet und deswegen eventuell dieser Traktionsverlust vorne nicht so auffällt. Und das ist der Weg, den ich mal einschlag einfach. Ja, der Wagen kam ja in Horizon 3 damals per DLC rein. Ich glaube im zweiten Carpack sogar. Auf jeden Fall im gleichen Carpack wie der AMG GTR. Und irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Klar, es ist ein Fun-Car, aber ich kann mit dem soweit nichts anfangen. Da gibt es definitiv coolere Dreiräder, die wahrscheinlich definitiv mehr Spaßpotenzial hätten. Da nenne ich mal den Polaris Slingshot als Beispiel. Aber ja, der Wagen hat scheinbar echt seine goldene Stunde im Gelände, wie es aussieht. Also, manche Fahrzeuge haben einfach versteckte Talente. Das muss man so anerkennen. Oh oh. Du hast dein Ziel erreicht. Easy. Mit dem Offroad-Fahrwerk würde halt nochmal weit mehr gehen. Das muss man auch so sagen, weil dann könnte ich mit der Dämpfung, mit den Dämpfern vielleicht nochmal ein bisschen was arbeiten. Was hier jetzt ja leider eben nicht möglich ist. Aber ja, wir schauen mal. Wir schauen mal. Ich könnte mir auch vorstellen, es gab ja schon, ich glaube beim 300ZX und beim AMG GT4-Türer, da wurde ja das Rennfahrwerk nachgepatcht. Mit dem Rennfahrwerk könnte ich ja theoretisch auch arbeiten, zumindest besser als hiermit. Könnte ich ja immerhin was einstellen. Wobei ich eigentlich die. Nee, schwierig. Schwierig. Sehr viele gute Gedankengänge, die dann bei einem Dreirad leider alle nicht funktionieren. Und ich glaube auch, das wird vielleicht so mitunter der Hauptgrund sein, warum wir hier kein einstellbares Fahrwerk zur Verfügung haben. Weil die Physik einfach immer noch kein
Dreirad vernünftig so simuliert, dass man Sachen einstellen kann. Naja, mal schauen. In Horizon 5 dann vielleicht, wenn der Wagen wieder drin ist. Also, die Badewanne wurde aufgefüllt. Sag mir, auf der Strecke funktioniert der jetzt um welchen besser? Liegt das vielleicht an der Jahreszeit? Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Aber ganz ehrlich, der geht hier halt voll ab, also. Das ist ja. Gut, der Stein wiegt halt die Hälfte von dem Fahrzeug hier. War klar, dass mich da rumreißt. Aber ganz ehrlich, also was ist denn jetzt los mit dem Fahrzeug? Oder war das echt die Verteilung einfach? Weil die Vorderachse nicht so arbeiten muss jetzt. Kann ich aber nicht vorstellen, dass diese kleine Änderung diesen gigantischen Unterschied jetzt ausgemacht hat. Halte ich persönlich für sehr unwahrscheinlich. So, wir gehen mal in die Innenperspektive. Es ist im Übrigen auch sehr nervig, dass das Ding Beifahrersitz hat. Keine Ahnung, wie du hier zwei Leute reinsetzen möchtest. Mal schauen, wie ich da vorne um die 90-Grad-Kurve rumkomme, ob das halbwegs funktioniert oder nicht. Ja, okay. Die Straße mag ja immer noch nicht so. Das könnte aber auch einfach an den Reifen liegen, weil es ja Geländereifen sind, die eben auf der Straße dann doch ein bisschen mehr schmieren als im Gelände dementsprechend. Oder als dementsprechende Straßenreifen. Aber ja, den Sieg nehmen wir mit, ne? Das lasse ich mir an der Stelle mal nicht nehmen gegen die Porsche 550er. Die anderen morgens für die wieder keine Chance. Aber ja, der 550 war ja sowieso. Wobei, ich weiß nicht, ob es der war, aber es gab definitiv mal den Porsche, der so ähnlich aufgebaut war, auch um die ähnliche Zeit, der für Hillclimb gebaut wurde. Nach meinem Wissenstand. Es könnte sogar irgendeine Variante vom 550er gewesen sein. Ich bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, Ray und ich hatten das Thema mal in der CVR Offroad-Folge. Da hat irgendjemand was in die Kommentare geschrieben. Aber das ist schon ewig her. Das war nicht mal dieses Jahr und ich kann mich nicht mal daran erinnern, was ich gefrühstückt habe. Bei nächster Gelegenheit wenden. So, fahren wir nochmal ein Rennen. Ein bisschen extremere Konditionen diesmal oder ein bisschen extremeres Offroad-Rennen. In 400 Metern rechts abbiegen. So, ja, gucken wir doch mal. Du hast dein Ziel erreicht. Seit wann startet das Rennen neben der Straße? Okay, ist mir neu, aber wir nehmen das so mit. So. Am Ende des Tages kann ich ja ganz froh sein, dass ich einen Offroad-Aufbau machen durfte und keinen Drift-Aufbau. Also Performance wäre, glaube ich, auch noch irgendwo im Rahmen des Machbaren gewesen, mit dem Sportfahrwerk dementsprechend. Aber ein Drift-Aufbau, das wäre grauenhaft geworden. Ich war viel zu fest überzeugt, der Driver Tower wird mich wegschieben. Ich habe dagegen gehalten, bevor er was gemacht hat. So. Naja, den Jaguar kennen wir aus der zweiten Season von Budget Build zu Genüge.
Den werde ich mir aber auch nochmal irgendwann anschauen, den XJS, definitiv. Apropos Budget-Build, weil ja schon ab und zu mal gefragt wurde, wann denn die dritte Season kommt. Die Problematik ist an der Stelle, dass ich einfach bis dato keine Zeit hatte, mich da ranzusetzen. Da müssen einige Balancing-Sachen definitiv nochmal gemacht werden, was ich aus Season 2 mitgenommen habe soweit. Und ich habe einfach sehr, sehr viele andere Dinge, an denen ich arbeiten muss. Natürlich die Multiplayer-Folgen beanspruchen sehr, sehr viel Zeit. Dann Folge 300 steht demnächst an. Ein 10.000er-Special habe ich geplant, was jetzt deutlich, deutlich früher kommt, als ich erwartet habe. Wofür ich auch echt schweinedankbar bin. Also vielen, vielen Dank und wunderschönen guten Tag an alle, die neu dabei sind. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Aber ja, das gerade das 10.000er-Special, dass ich das jetzt so nach vorne gezögert hatte. Ich habe damit halt so gegen Ende Mai gerechnet, ehrlich gesagt. Ende Mai, Anfang Juni so in dem Dreh. Und das allerfrühestens. Oh Gott, ich dachte, wir sind schon im Ziel. Aber ja, da sind jetzt die letzten zwei Wochen einige Leute dazugekommen. Also, ja, wie gesagt, dritte Season von Budget Build wird auf jeden Fall, ich hoffe, noch im ersten Halbjahr 2020 starten. Aber seid mir bitte nicht böse, wenn ich es nicht hinbekomme. Ich habe einfach, wie gesagt, sehr, sehr viele andere Projekte, an denen ich gerade arbeite. Und so lieb ich, so gern ich an Budget Build gerade arbeiten würde, ich weiß halt genau, dass das extrem viel Zeit beanspruchen wird und ich das dann lieber in einer Woche knallhart durchziehen würde. Um eben mal dann komplett von vorne bis hinten in dieser einen Woche Gedanken macht, wie das ablaufen würde und nicht so über mehrere Monate mal ein bisschen was. Das funktioniert nicht bei dem Format. So. Ja, gefällt mir sehr gut. Macht sehr viel Spaß, das Fahrzeug. Für das, was es ist natürlich, ne? Also Spaß macht es auf jeden Fall, ja, aber fährt ganz gut für das, was es ist. Ich habe ehrlicherweise Bock, noch ein Rennen zu fahren. Und zwar... Das ist eine schlechte Idee, oder? Warten wir. Und ja, was ich auch sagen kann, für die Nicht-Racing-Game-Fans unter uns... Von denen hier, wenn ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich gerade keiner zuschauen wird. Das nächste Lego-Spiel steht natürlich auch schon in den Startlöchern. Was es sein wird, lasst euch überraschen. Ich habe es ja schon ein paar Mal angekündigt eigentlich schon, was da in der engeren Auswahl steht. Aber ja, eines dieser Spiele wird hoffentlich diese Woche schon starten. Und da habe ich sehr viel Bock drauf auf jeden Fall. Das sind sehr, sehr lustige Spiele, die sehr viel Spaß machen zu spielen einfach und auch sehr herausfordernd sind, muss man ehrlicherweise gestehen. Oder herausfordernd sein können an manchen Stellen. Du hast dein Ziel erreicht. So. Ja, das letzte Rennen heute. Ich dachte halt echt, es geht maximal schief, aber es ironischerweise funktioniert das sehr, sehr gut. Und ich glaube tatsächlich, es hat sich auch gerade wieder bestätigt, ich glaube ehrlich, diese minimalen Einstelländerungen, die ich da zwischen den 1 und 2 gemacht habe, machen da doch einiges aus, weil die Vorderachse jetzt einfach einen Tacken weniger arbeiten muss. Und ich deswegen nicht dieses extreme Gefühl habe, dass da vorne nichts passiert. Sondern es passiert jetzt einfach viel, viel mehr über die Hinterachse. Das Hinterrad. Ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, wie dieser Wagen technisch funktioniert. Ob da noch eine Achse wirklich hinten ist oder nicht. Ich kenne mich mit drei Rädern überhaupt nicht aus. Tut mir leid. War es nicht sogar so, dass du... um den Wagen zu fahren, wo du einen Motorradschein gebraucht hattest. Ich meine, das so im Hinterkopf zu haben. Boah, stellt euch mal den Wagen vor mit 405er Reifen vorne und hinten. Das wäre doch geil, oder? Boah, das ist so ein Monster-Truck-Badewanne.
The Crew 2, ich sehe euch da. So. Also ja, man kann nicht so schnell hier rumfahren, wie man es sich wahrscheinlich vorstellt. Oder wie mit anderen Fahrzeugen. Aber man kann auf jeden Fall mehr riskieren, als man denkt. Also, der Wagen bricht nicht aus irgendwie. Man kann halt mit der Handbremse so ein bisschen arbeiten, wenn man möchte. Aber ich habe echt erwartet, wie ich gesehen habe eben, dass der Wagen, dass das ein Geländeaufbau wird. Ich habe hundertprozentig damit gerechnet, dass das unkontrollierbar wird heute. Aber ja, den Fehler habe ich ja damals beim Abarth schon gemacht, bei der Neujahrsfolge damals. Und der Abarth gefällt mir bis heute, also das ist ein sau starkes Auto. Also ja, ich denke mal, hier gibt es noch einige Juwelen in Horizon, die ich noch gar nicht ausprobiert habe. Die einfach eine Mordsgaudi machen zu fahren. Klar, der wird jetzt in einem Online-Rennen nichts vom Hocker reißen, auf jeden Fall. Aber komm, in der A-Klasse in 2 Sekunden von 0 auf 100 ist schon nicht schlecht. Zumal man ja noch mehr Leistung einbauen könnte, wenn man wollen würde, auf A800. Na, wer weiß, vielleicht wird das meine nächste Rallye-Waffe im Online-Abenteuer. Mal gucken. Vielleicht wird das Online-Abenteuer irgendwann mal gefixt. Möglich wär's. Wünschenswert wär's. Jetzt kommt ja eh erstmal morgen, glaube ich, der nächste Torben Tuesday, der dann schon Hinweise geben wird auf das nächste Update. Das Ding werde ich natürlich mal wieder in Grund und Boden analysieren. Letztes Mal habe ich, glaube ich, 3 von 4 Fahrzeuge getroffen. Also 3 von 6 eigentlich. Aber es waren halt nur 4 Hinweise. Und von den 4 habe ich, glaube ich, 3 Autos getroffen, die in dem Update drin waren. Wenn mich soweit nicht alles täuscht. Ich habe da eine sehr gute Quote. Also entweder ich treffe sehr viel oder ich treffe absolut überhaupt nichts und liege komplett daneben. Aber ja, das werden wir dann eben morgen sehen. Vielleicht kommt ja morgen gar kein Tom Tuesday. Könnte ja auch sein. So, dann würde ich dann sagen, war es das für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.